Hallo ihr Lieben, so, jetzt muss ich doch direkt nach dem Live-Video, ja, ich habe es gewagt, ich habe ein Live-Video heute mal gemacht, zur Ausnahme, muss ich doch direkt noch ein Video machen, weil ich glaube, jetzt habe ich den Sinn kapiert, warum so viele mit halt immer live gehen. Klar, du kriegst halt sofort mit, wer sich zuschaltet und kannst mit den Leuten im Chat kommentieren, schreiben, dich austauschen und es verbindet natürlich auch, ja, nein, es verbindet natürlich auch die Menschen aus sämtlichen Städten, Ländern, ja, egal woher ein Mensch kommt, also egal woher ein Mensch kommt, du kannst automatisch mit jedem in Verbindung treten. Es ist eine coole Sache, aber Leute, auch das ersetzt das reale Leben nicht. Es ersetzt nicht das Rausgehen und Menschen kennenlernen. Um dich herum sind auch so viele Menschen, die du noch gar nicht kennst und vielleicht es auch wert sind, kennengelernt zu werden. Warum muss im Endeffekt heutzutage alles immer nur noch im Internet stattfinden? Finde ich traurig, finde ich schade. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Live-Gehen ist auch ein Stück weit eine Flucht noch mehr aus der Realität, weil ja, notfalls, wenn dir was nicht mehr passt oder sonst irgendwas, schaltest du einfach stumm oder aus oder was auch immer. Das kannst du halt real nicht. Ja, dann bist du den Menschen gegenüber. Nur, sorry, das geht nicht. Es geht nicht, dass man alles immer nur noch virtuell macht, dass man ja das wahre Leben, die Realität komplett außen vor lässt. Es ist doch wichtiger, sich echte Freunde zu suchen und echte Freunde an der Seite zu haben, als Pseudo-Freunde nur bei, ja, was weiß ich, irgendwelche Facebook-Anfragen oder sorry, oder auch auf anderen Portalen diese Anfragen etc. Und, jetzt ist man befreundet. Ey, man kennt sich dennoch nicht. Ja, also wenn es danach geht, habe ich, ey, wirklich wahnsinnig viele Freunde. Wow. Nee, das sind Leute, mit denen man Kontakt hat, mehr oder weniger, aber keine Freunde. Freunde sind jene, die wirklich für dich da sind, die ja, dir den Rücken stärken, ja, und. Tun das diese Menschen, die du im Internet kennengelernt hast, mit denen du ab und zu mal irgendwie schreibst, mit denen du dich einfach nur über dein Leben auskotzt? Nein, es wäre viel, viel wichtiger, dass dieses Auskotzen, was ihr im Internet macht, vielleicht mal mit den Personen macht, um die es Tatsache geht. Vielleicht könntet ihr dadurch einiges klären und vielleicht auch reparieren. Aber wenn das immer nur alles übers Internet gemacht wird, funktioniert das nicht, weil da gehören eben diese beiden Parts zusammen oder drei Parts, vier Parts, je nachdem, wie viele es halt sind, um die es geht und nicht eben irgendwelche Leute. So, und bevor ich das jetzt noch mehr vertiefe und mich da reinsteigere, lasse ich das jetzt einfach mal so und wünsche euch erstmal einen fantastischen Tag. Macht's gut, bye bye und denkt mal drüber nach.